Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen und fand das echt geil und habe gedacht, ja, das wäre was. Und zwar das MNS-X09. Spiegelt noch ein bisschen, weil die Folie noch drauf ist, aber... Ja. Das ist ein One-Zone-Generator Purifier. Ja, also der soll dafür sein, dass man dann halt zum Beispiel beim Katzenklo, dass das hier reinigt wird, der Stank. Ich werde es nicht direkt ins Katzenklo kleben, weil mein Kater nicht aufs Katzenklo unten beschränkt ist, weil der schart auch an der Decke und am Rand, dann würde das nicht lange halten, weil der geht da im Katzenklo sehr rabiat um. Oder mit dem Katzenklo sehr rabiat um. Deswegen werde ich es an der Seite am Schrank kleben und hoffen, dass es auch bringt. Weil der ist da nicht fein, mein Kater. Der ist da sehr... Der ist so ein robuster Kater, der metert da schon ordentlich rum. Wir werden das jetzt mal auspacken und uns angucken. Dafür wechseln wir jetzt gleich mal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Ich habe mal die Folie abgemacht, weil die so sich doll gespiegelt hat. Und hier haben wir dann halt nur... Adresse... Dann nochmal, dass man halt nicht an hohen Orten aufbewahren soll, dass das nicht runterfallen kann. Dann nochmal Ozon, Anionen, Low Power. Ja. Und hier dann halt auch nochmal O3 für Ozon und E minus. Das müsste für die Anionen stehen. Ja, das soll halt sauber halten. Also das ist halt, also für die, die sich fragen, wozu braucht man das, das benutzen auch viele Hotels und Geschäftsräume. Steht jedenfalls so. Und der, kann man sagen, filtert die Luft mit Ozon. Kann man so sagen. Also befreit von Rauch, Schimmel, Geruchsspuren und. Ja, und deswegen kommt er dann beim Katzenklo hingemacht. Aber ich werde den halt, wie gesagt, nicht ins Katzenklo machen können, weil der kratzt halt nicht nur auf dem Boden, der kratzt die Wände, der kratzt selbst die Decke oben. Da bringt das nicht, wenn ich das Ding im Katzenklo ranmache. Ja, das ruppt der, wenn ich es da ranklebe, der macht da eh mal und dann ruppt der das runter. Oh. Okay. Ich habe gedacht, hier ist noch irgendwelche Klimbim mit bei und dass das Ding halt nur so groß ist, aber der ist größer. So heftily. Ach so. Und dann nochmal schnell nachgucken und nicht, dass ich was Falsches sage. Ja, der wird angeklebt mit diesem kleinen Teil. Hier, das Pinöpelchen kommt dann nach oben. Also der Strich. Ja, müsst da Folie abziehen, also vorher reinigen. Das, wo er ranmacht, Folie abziehen, ran und dann halt kurzzeitig randrücken und dann könnt ihr das dann praktisch hier einfach so und dann hängt das da dran. Sieht man's? Ja. So. Es ist auch nicht mit Batterie betrieben, mehr ist nicht drin. Wir haben hier Strom. Gut, dass ich mein Licht oben schon ausgemacht habe. Da habe ich eine Steckdose frei. Wir haben auch drei Tasten. E- für die Anionen, O3 für Ozon und Mode. O3, O2, P1, P2, P3, Ozon. Aha. Also man kann nur die Anionen machen oder Ozon noch dazu schalten. Das steht für Stunden. Aha.
15,2 sollte das wahrscheinlich nicht heißen. 5,2 Stunden. 30,2 Stunden. Das meint ja immer mit Doppelpunkt oder so getrennt. Da werden wir wahrscheinlich eine Anleitung wissen. So, ich mach mal Strom an. Ah, da piept er. Also wir haben Display. E, Power, O. Die machen nichts. Das ist an. Ah, da kann man die... Ah, okay. Also wenn man das hier hin und her schaltet, geht halt nicht. Also ist nur an, aber das kann man halt nicht separat an- und ausschalten. Also wenn man hier was einstellt in so diesen Modis, weil ist ja P1, P2, dann läuft das. Riecht aber auch ein bisschen. Der Geruch, also ist nicht schlimm, aber der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich den schon mal gerochen, in irgendeinem Geschäft oder so. So riecht so ein bisschen wie ein bisschen so Kläranlage, also nicht Kläranlage, Freibad, Quatsch, Hallenbad, so chlormäßig ein bisschen. Aber nicht so feucht, das riecht so eher so, ich weiß nicht, wo ich das schon mal gerochen habe. Da geht er gleich an. Da riecht es nicht so. Da kann man ausschalten. Das kann man anlassen oder ausschalten. Aber sobald man das O3 dazu macht, kann man das nicht abschalten. Okay. So, wir gucken mal in die Anleitung. Seite 7. So. Funktion Ozonerzeugung. Das Gerät ist mit einem Mikrocomputer ausgestattet, der die Freisetzung von Ozon präzise steuert. Ozon in Klammern O3, also das ist das hier oben, ist ein hochreaktives Molekül mit starken Oxidationseigenschaften. Oh Gott, das ist klein geschrieben. Der Reiniger erzeugt Ozon und gibt sie an die Luft ab. Ozon interagiert mit der in der Luft befindenden Verschmutzung, einschließlich Gerüchen, Schadstoffen. Und Mikroorganismen und neutralisiert diese effektiv. Es kann schädliche Substanzen schnell in harmlose Bestandteile einschließen. Sauerstoff entziehen. Ja, das hatte ich auch gelesen, dass das halt nicht nur, wenn es halt stinkt, Geruch beseitigen kann. Ja? Wie jetzt beim Katzenklo zum Beispiel, also die Luft reinigen, sondern auch Schadstoffe rausfiltern kann. Und so wie ich gelesen hatte, bevor das Gerät bei mir war, habe ich einige Webseiten gelesen, dass so eine Geräte auch Schimmelsporen in der Luft bekämpfen können. Ja, dass die Luft dann halt besser ist. Und wenn man den Schimmel direkt nicht bekämpfen kann oder kleinere Stellen hat oder so, dann kann man das dann halt dafür. Hm? Niedrige Ionenfreisetzung. Neben Ozonreinigung gibt der Reiniger auch niedrige Ionen in die Luft ab. Negative Ionen, das ist E3, E-minus meine, Entschuldigung. Denke ich mal, negative Ionen sind
geladene Partikel, die sich an der Luft, ach, in der Luft befindlichen Schadstoffe, oh Gott, das ist Kleen, wie Staub, Pollen und Rauch. Anlagern. Diese Ionen führen dazu, dass sich die Schadstoffe zusammenballen, schwerer werden und entweder auf den Boden fallen oder von dem Filter des Reinigers aufgenommen werden. Luftreinigungsprozess. Die Kombination von Ozon und negativen Ionen arbeitet synergetisch, um die Luft zu reinigen. Das Ozon neutralisiert Gerüche und chemische Schadstoffe, während die negativen Ionen die allgemeine Luftqualität verbessern, indem sie Partikel entfernen und Sauerstoffmoleküle anreichern. Mann. Hier haben wir das auch erklärt. Wartet mal. Jetzt zeige ich euch mal Trick 17. Wenn ihr sowas habt, wo es sehr klein geschrieben ist, so wie hier jetzt P3 und so. Ja. Nehmt euer Handy, Kamera. Foto. Ja. Und dann reinzoomen. P1, 5 Minuten Arbeit, 2 Stunden Pause. P2. 15 Minuten arbeiten, 8 Stunden Pause. Ach, deswegen 5. Ah, okay, jetzt macht das alles auch Sinn. 20 Minuten Arbeit, also P3, 20 Minuten Arbeit, 12 Stunden Pause. P4, 30 Minuten arbeiten, 24 Stunden Pause. P5, kann ich ihn kaum erkennen, aber 30 Minuten Arbeit, 2 Stunden Pause. Ach so, P4 und P5, beide arbeiten 30 Minuten. Bei P4 macht er 24 Stunden Pause. Und bei P5 halt 2 Stunden. Das heißt, P4, ihr macht das an und dann zum Beispiel abends um 19 Uhr, dann geht das Ding 30 Minuten und dann hat er 24 Stunden Pause. Dann geht er erst nächsten Tag 19 Uhr wieder an. Und beim P5 halt dann 30 Minuten arbeitet er, dann macht er 2 Stunden Pause, also hört auf und dann macht er dann halt wieder weiter. Also ich hatte es mir kleiner gedacht, aber schön, dass es groß ist. Schön, dass man es auch festmachen kann. Ich bin mir jetzt aber noch nicht so sicher, wo ich es anbauen werde, ehrlich gesagt. Ich wollte es neben dem Katzenklo machen. Am Schrank. Ich glaube, da werde ich es auch hinmachen. Obwohl es im Flur vielleicht auch ganz praktisch wäre. Weil ich habe ja ein Katzenklo im Badezimmer, eins in der Küche hinten, weil ich habe keinen anderen Platz, wo ich das hin machen kann. Flur ist so klein. Und wenn ich das im Flur hänge, ja, weil die Gerüche strömen ja dann von allen Räumen sozusagen in Flur, dann habe ich eine zentrale Luftreinigung. Und vor allen Dingen auch, wenn ich gebadet habe oder so. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich es hinhängen werde. Ich werde mal meine Frau fragen. Da bin ich dann auf der sicheren Seite. Nicht, dass ich, weil wir haben nur eh so einen Klebenippel. Nicht, dass ich den benutze. Und dann will Frauchen den aber ganz woanders hin haben. Das wäre dann sehr unpraktisch. Deswegen machen wir das jetzt erstmal wieder zu. Und entweder mache ich hinter dem Video jetzt hier weiter oder ich mache ein separates Video, wenn wir den anbauen werden. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo ich ihn anbauen werde. Ich bin mir da jetzt im Moment noch nicht sicher. Und der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich überlege die ganze Zeit, wo habe ich das schon mal gerochen? Und ich komme nicht drauf. Na, vielleicht später. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Ich bin dann erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.